So, Freunde, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Island 1. So, was wolltest du sagen, Marv? Ja, was lag dir auf dem Herzen? Ja, ich hab's verdrängt. Okay, gut. Wir würden hier hinten mal mit der Person reden, mit Steven. Und dann einfach mal gucken, was der für uns hat. Why the hell did I stay here with Cinnamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Okay. Die Verlorene. Suche Maggie und berichte Steven, wo sie ist. Schwierigkeit 2 von 5. Das machen wir jetzt. Ah, thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Okay, alles klar. Suche Maggie. It's in the Book of Revelations. Gehen wir mal raus. Ich würde sagen, wir nehmen nicht 20 Missionen gleichzeitig an und machen dann später machen oder so, sondern eine nach der anderen, oder? Ja, das ist am übersichtlichsten, finde ich. Jetzt ist halt nur die Frage, wo sollen wir Maggie suchen? Vielleicht müssen wir die Quest erst annehmen. Habe ich die noch nicht angenommen? Missionsziel verfolgen. Verlorene. Details. Hast du die vielleicht noch nicht angenommen? Nee, ich habe sie ja bei mir auch drin. Okay. Ich kann auch mal reingehen und einmal gucken, ob ich noch irgendwas mit dem machen kann, aber... Nö. Ja, das ist ja... Gut, vielleicht ist überhaupt das... keine Info für uns. Nee, vielleicht ist das eine Mission... Warte mal, auf der Karte? Sieht man da irgendwas? Nee. Ich sehe nichts. Nee. Vielleicht ist das so eine, die du einfach so nebenbei machst. Weißt du? Dann müssen wir die Hauptquest weitermachen. Dann direkt 4 von 5. Ja, komm, das schaffen wir schon. We are not safe here, mate. Ja, das weiß ich. Okay, ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Ja, sehr. Ach, das ist nur 1 von 5 jetzt. Geh zur Rettungsschwimmerturm. Sure thing. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio inside. Signal us when it's clear. We'll follow you. Okay, alles klar. Geh zum Rettungsschwimmerturm und erledige alle Untoten in der Gegend. Jawohl, das ist da unser Ding. Töte sie alle. Und lasse keine neuen leben. Nee. Das ist ein schönes Messer. Ja, danke. Das ist aber auch bald kaputt. Das hält nicht mehr lange aus. Wie hast du denn Treten erlernt? War das eine weitere Fähigkeit, die du gemacht hast? Nee, L1. Ah. Okay. Da werde ich gleich erstmal einem in die Nüsse treten. Ein schweres Rohr. Hier ist er doch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ich habe ihn voll in die Fresse getreten. Oh, das ist ein schneller Mann. Ein toter Mann. Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen in der Dying Light Steuerung. Mit Spring auf R1. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Ist hier irgendjemand auf dem Pott? Hallo. Oi. Ah, da ist er. Welch Schönheit. Ja, mal schön. Boah, du trittst da richtig drauf, ey. Ja. Los mit dir. Ja, es kam über mich. Was für Aggression. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt kriege ich drücke L1 zum Treten. Da, das ist ein paar Freunde. Oh, da kommen Freunde. Freunde auf 12 Uhr. Oh, schön. Bruch. I'll bloody bury you. Oh, ich höre hier irgendjemanden. Irgendjemand ist hier in... Oh, da ist er. Oh, da ist er.
Barmer, in die Fresse rein. Oh, der eine Zombie hat ein Messer. Ah. Ich hab gar keine Scheibe mehr. Mein Messer ist kaputt. Ja. Oh, fuck. Jesus Christ. Oh, wir haben Harrison Ford gefunden. You wanna come with me? I'm gathering any supplies I can find at the Water Sports Rental Kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Ja. Alles klar. Energie. Bin ich mal geheilt. Ah. Oh ja, hier sind gute Sachen. Hast du den Ausschnitt jetzt auch gekriegt oder liegt das Sammlerstück da noch bei dir? Das liegt da noch, der Fakt. Ah, sehr, sehr gut. Das ist gut. Dann müssen wir immer dran denken, dass wir dann uns Bescheid geben gegenseitig, wenn da irgendwo was liegt. Hier? Ach nein, nicht die Tür, Alter. Hier, das. Nein, nicht zu modifizieren. Klebeband. So, ich will es noch einmal zeigen. So, hier sieht man jetzt, wie Kanten kannst du parallel auch da dran, dass wir gleichzeitig dran können? Ja, wir können gleichzeitig dran. Okay, das ist sehr gut. Ja, wir sehen jetzt hier 97%. So haltbar ist das Teil noch, ne? Speed, Wucht, Haltbarkeit. Okay, alles klar. Ja, das sind normale Dinger. Hier ist gewöhnlich und etwas stärkere Sachen. Da sieht man dann auch, die kosten dann auch ein bisschen mehr im Reparieren. Wir können upgraden. Würde ich jetzt am Anfang sogar noch nicht mal machen. Also selbst wenn ich es könnte, auch modifizieren. Wir kriegen, das ist ja so, wir kriegen relativ viele Waffen und da sollten wir dann auch wirklich mit dem Modifizieren und Upgraden wirklich bei starken Waffen. Das erstmal. Also ich bin immer so, ich mache das erst immer relativ spät. Okay, irgendwas ist im Bungalow Nummer 20. Luke, if you can hear me. Did you make it to the bungalow? It's number 20. Er ist denn. Achso, Danny redet mit Luke. Okay. Alles klar. Ja, von mir aus. Redet ihr mal alle untereinander, da habe ich erstmal nichts mit zu tun. Ich muss zum Turm. Da hinten ist der Turm, Lifeguard. Ach ja. Warum schreien sie denn so, Frau? Gott. Bloody hell. Okay, ich kann jetzt auch werfen. Sehr gut. Gucken wir hier auf den Toiletten. Oh, hier kommt irgendeiner, der ist. Oh! Oh! Boah! Arm! Boah, Bruch! Hab ja was gebrochen. Ich tippe mal auf die Hand, die hat sie nämlich nicht mehr. Ich hab die Hand gebrochen. So. Dem habe ich es aber gegeben. Kann ich mein. Oh, krass, ich kann mein Messer wieder zurückholen. Oh, nice. So, ich wollte auf jeden Fall hier einmal in die Toilettenhäuser gucken. Ja. Geh du da mal gucken. Ah, hallo. Hier ist ein. Brauchst du ein Messer? Hier ist ein Messer auch, ne? Oh, hä? Hey, die hat das im Hals stecken. Das ist in der Kehle. Kannst du es raus? Raus. Ja. 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 Oh, da hinten kommt einer. Da hinten kommt. Hinter dir. Pass auf. Bam. Ah, direkt mit. Ja, das macht schon Laune, dass man das schmeißen kann. Ja. Das hat was. Aber falls du eins noch irgendwie, falls du ein schlechtes hast oder sowas, hier in der ersten Toilette, da liegt noch eins. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich habe ein nagelneues, das habe ich okay. Eben gerade erst aus der Kehle rausgezogen. Ja. Ich will noch mehr schreien. Ja.
macht er denn? Oh, hier vorne ist er. Instant tot. Ne, gar nicht mal. Jetzt? Jetzt erst. Wir müssen da hoch. Okay. Ja. Oh, ja. Hallo. Oh, der eine hat eine Waffe. Oh, der eine hat eine Waffe. Ja, ich bin erschöpft, was für erschöpft. Also ich glaube, das ist jetzt für den Anfang die effektivste Methode irgendwie, wenn du die ganze Zeit die Hämmer und Messer wirfst. Ja. Da können die Zombies nicht so richtig looten hier. Das war in DL besser. Nichts drin. Ja, nicht alle haben was. Es sind halt auch manche sind halt auch arme Schweine. Benutze einen Karten. Okay. Oh, ich hab's über ihn geworfen. Wo kam er denn her? Er lag auf dem Boden. Boah, ein Hinterkopf getreten. Ich würde ja gerne hier dieses Ding mal nehmen und das irgendjemandem vor den Kopf ballern, ne? Ja, aber kriegst du das auch irgendwie gezündet? Ne, noch nicht, aber... Uns das aufmachen? Oh je. Kann mit dir handeln. Pass auf, dahinter ist einer mit einer Waffe. Oh, aua. Ja, das ist ja gesagt, oder? Du kannst mehrere Feinde töten, wenn du eine Panflasche bei denen explodieren lässt. Wirf deine Waffe einfach danach. Okay. Dann wissen wir jetzt, wie das funktioniert. Dann wissen wir das mal aus. Ja, hier. Ich werf. Warum eigentlich? Ach, er wirft auf den Falschen. Ah ja, das war doch gut. Boah, was ist das denn? Ringe in den Turm ein. Okay. Jetzt mal im Energy trinken hier. Ja, Energy füllt auch deine Lebensanzeige auf. Oh, ich habe meinen Hammer gar nicht mehr. Den irgendwo verloren? Ja, wurde mir geklaut. Oh oh. Guten Hunger. Oh, ich glaube, das ist ein Boss. Oh ja. Aber ja. Da haben wir noch so einen Propan hier? Den haben wir jetzt verballert, ne? Wir haben noch einen hier. Ah, das ist gut. Schmeiß den mal dahin, ich werfe meine Waffe drauf. Good on ya. Egal. Ist er tot? Nein, ich glaube nicht. Ich brenne. Deine Waffe ist nicht mehr zu gebrauchen. Such eine Werkbank, um sie zu reparieren. Schade. Du musst einmal für mich in den Traum. Ah. Ja, das Schöne ist, die Totenköpfe zeigen uns an, wie viele Gegner noch hier sind, ne? Das ist ganz gut eigentlich. So. Ah, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal unten um, ne? Hier ist hast du eine Werkbank übrigens. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Hast gehört? Hier ist eine Dingens. Ja, ich geh gleich hin. Stations, I repeat. Mayday, mayday.
Ah, wie sieht's aus bei dir? Alles gut? Mir ist alles gut. Mal gucken, ob hier noch was zum Looten ist. Wo da, wo ich war, war jetzt nichts mehr zum Looten, aber ey! Er ist einfach zugefallen. Ja, kein Windstoß. Kann man nichts machen, ne? Nee. Oh, das ist ein Gegner. Ja, den zweiten kannst du nehmen. Auf dem Tisch hier vorne nicht. Fuck. Ach, du bist gar nicht hier bei mir. Ich war auf der anderen Seite. Also hier liegt auf jeden Fall eine Akte für dich. Neben dem Monitor. Ja. Meine Batterie ist gleich alle. Ja, füllt die sich nicht von alleine wieder auf? Ja, ja, aber ich hatte sie jetzt die ganze Zeit an und habe gar nicht mehr dran gedacht. Deswegen ist sie so gut wie alle. Er scheint hier aber auch nicht zu sein. Nee, aber auch. Gucken wir, ob im Kühlschrank noch irgendwelche Essensreste liegen. Ja. Ich muss da eben ganz kurz warten, bis meine Taschenlampe wieder voll ist. Ein Messer müsste ich eigentlich mal reparieren, ey. Das ist ganz cool. Komm, lass uns reparieren, ey. Ach. Vom Preis her geht das eigentlich. Du kriegst relativ schnell viel Geld hier. Ja, vor allem, weil wir halt auch das doppelt kriegen, ne? Ja. Ich öffne die Luke hier oben mal. Jawohl. Hallo. Ich höre Flugzeuge. Ah, ich sehe Feinde. Drei Stück. Überraschungsangriff. Ah, hier kommt eine. Ah, tot. Okay. Ach, sie leben noch. Madame. Huch, da ist der Kopf gespalten. Schädelspalter. Geh mal einmal hier rum, ob hier irgendwo was liegt. Hier kämen wir rein. Ja, ich denke, da müssen wir auch rein. Ah, hier ist der Lifeguard Tower. Soll ich gucken mal eben hier erstmal. Boah! Ach, Junge! Junge! Weg! Ich glaube, er ist tot. Kontaktiere Simoy, das machen wir mal eben. Okay, kontaktiere ihn. Okay. Okay, komm, alles klar. Gut. I am stronger. Ja, Level 3. Nice job, mate. We're safe now, thanks to you. But we won't make it long without food. Help don't come soon. We're gonna have to head to town. Meantime, maybe you could see if anybody needs help. Ja, gehen wir safe here for now. In die Stadt. Still a lot to do. A lot of people here need help. Go talk to them and see what you can do. Ah, guck mal, jetzt kriegen wir ganz viele Aufträge rein. Das ist nicht schön. People have been asking for you. Das ist sehr gut. Und guck mal hier, wir haben eine Karte jetzt. Wir können jetzt Schnellreise machen. Das ist doch auch schön. Arena Lobby ist ein Ort, an dem Spieler 4 verschiedene Arenen betreten können. Okay. Kommen wir jetzt nicht hin. Ich würde auch mal eben einmal ganz kurz gucken. Fähigkeiten. So, was machen wir denn als nächstes? Oh, das ist interessant. Überleben. Warte mal, was kann man denn hier noch machen? Extra Plätze.
Ermöglicht das Öffnen von Schlössern. Oh, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Verringert Reparaturkosten hier, das Schlössern, das ist ganz gut. Ich meine, wir werden sowieso genug Upgrades kriegen, um alles wahrscheinlich machen zu können. Oder vielleicht auch eher weniger. Wenn du alleine spielst, kriegst du natürlich die EP für alle, ne? Wenn wir das natürlich... Ja. Wir müssten uns das, glaube ich, ein bisschen... Womöglich kriegen wir nicht jeder alles, aber... Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Verringert die Ausdauerkosten. Ich werd Überleben einmal machen, um das dann mit den Schlössern zu machen. Damit wir auch solche Kisten dann aufmachen können. Schlösser der Stufe 1 können geöffnet werden, dann 2 und so weiter. Da musst du dann auch bei den Sachen, die kannst du mehrfach machen, ne? Wenn du da jetzt bist. Da habe ich gerade schon gesehen, dass du 3 Stufen hast. Genau. Go talk to them and see what you can do. Okay. Ich muss mal eben einmal ganz kurz gucken, wie sieht das aus in meinem Inventar. Nagelbrett. Das kann ich eigentlich mal fallen lassen. Das ist eh so gut wie kaputt. Paddel lassen wir auch mal fallen. Aber die Frage ist, kann ich das auch verkaufen? Goddammit, this is hopeless. Kann ich da bestimmt auch irgendwo verkaufen. We're safe here for now. Da wüsste nur noch nicht, wo ich das verkaufen kann, aber irgendwo müsste ich das verkaufen. Dann ist hier oben irgendwas? Oben war gar nichts. Okay. So, mit wem sollen wir denn reden? Ist eigentlich egal, ne? Ich stehe hier mit Dominik. Das ist völlig egal, wir können direkt... Hier anfangen bei ihm. Fangen wir mit Dominik an. Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you. Ja, wir holen dir den Verstärker. Ja, oh, da 3 Sterne, das schaffen wir. I guess I can give you a hand. All right, excellent. You bring it back as soon as you can. Ja, auf jeden. Geh zum Leuchtturm und hol den Signalverstärker. Okay, wir erledigen alles zu Fuß, würde ich sagen, oder? Damit wir viele Zombies töten können. Ja, das ist besser. Ich werde auch mal mein Messer nicht mehr ausrüsten, sondern erstmal was anderes. Weil mein Messer schon gar nicht mal so schlecht ist. Tom Hanks ist auch da. Ich werde erstmal mit dem Stock prügeln. Ah, hallo. Nein, ich komme jetzt nicht over hier. Ich habe die Quest noch gar nicht angenommen bei mir. Achso. Auf Sendung. Mhm. Das Tor ist aber ganz schön laut, ey. Ganz ältere Hinweise im Pausemenü. Nein, will ich doch gar nicht. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Hallo Freund. Oh. Das war... Oh, jetzt hat er einen gespaltenen Kopf. Oh, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid. Freund gefunden da, oder was? Ja, nicht nur einen. Ah, ich habe auch ein paar Freunde hier. 3 oder 4 sind hier. Lights out, Freak. Lights out. Ins Gesicht getreten. Oh, er hat einen Bruch. Oh, er hat einen Deodorant bei sich gehabt. Geil. Jetzt riechst du besser. Ja. Also, mich findest du, wenn du einfach die Straße weitergehst, ja? Ja, ich folge ihm. Ich komme dahin. Alter, wenn du den aber voll gegen den Kopf trittst, dann fallen die auch immer um, ey. Das ist eine gute Sache. Ah, Batterie, zack. Noch einer. Oh.
Das hat ihm weh. Der hat echt böse geschrien. Willst du da runter oder willst du der Straße weiter folgen? Wir können der Straße weiter folgen. Okay. Folgen Sie dem Straßenverlauf. Oh, hallo. Hallo, Frau. Ah, wer bist du? Boah, ja, erstmal die Schelle gekriegt. Ah. Boah, jetzt kommt jetzt ein Pfeil auf mich zu. Ah. Oh, der Kopf ist kaputt gegangen. Hey. Haben Sie meinen Stock hier gesehen? Ah, ja. Oh, der hat einen Hackebein. Der drückt hier aber nicht raus. Huch! Das ist der Kopf einfach weg. Was hast du denn da für einen Baseballschläger? Ja, okay. Ermüdender Stock. Ah, Dietrich Stufe 2. Ärgerlich. Oh, hallo. Ach, warum kommt ihr eigentlich immer zu mir? Erst auf den Kopf treten. Sonst lernen sie es ja nicht. Also, sollen wir da hochgehen oder sollen wir hier der Straße einfach wieder weiterfolgen? Weil ich glaube, da oben sind ganz viele Totenköpfe, also einige Gegner. Na, aber ich glaube, das ist auch eine Nebenmission. Ja, das ist eine Nebenmission. Lass mal hier die Straße weitergehen, dann machen wir die Hauptmission. Weil ich will mal einmal auf der Karte gucken. Die Nebenmissionen werden auch gezeigt, also so ist es nicht, die gehen uns nicht verloren. Sagen wir gehen hier einfach mal hier hoch. Hallo. It's always worth taking a look. Er atmet so schwer. Ich bin's nicht gewesen. Ach, da sind Leute im Pool. An einer Party. Einmal kritisch gegen den Kopf geknallt. Oh, pass auf, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, hier sind vier Gegner. Ja, Brock Lesnar ist auch hier. Ist aber in der Hecke. Oh, Freunde. Also wenn die am Boden liegen, ist es eigentlich am sinnvollsten drauf zu treten, ne? Einfach auf den Kopf. Ich glaube, irgendwann kannst du auch so eine Stampferfähigkeit erlernen. Vielleicht am Kopf springen. Boah, Alter, jetzt habe ich mich erschrocken, Alter. Er kam aber aus dem... Hinter der Ecke, sagt er. War der. Ja. Boah, mit dem Hackebeil. Ja, deswegen habe ich auch mal schnell mein Beil geworfen. Boah. Oh, man sieht die Rippen. Oh, hallo. Madame. Ja. Oh, mein Baseballschläger wieder. Now you're oh, really dead. Oh, der Kopf ist geflogen. Hier gibt es einen Baseballschläger, wenn du auch einen möchtest. Ja. Meine Axt ist auch nicht mehr die beste. Und Feuerzeug nehmen. Ja. Du hast den Handel abgelehnt. Ach du wolltest mit mir handeln? Du wolltest mich anhandeln. Ich wollte dir die Tür aufmachen. Also ich wollte die Tür. Ich war auch gerade in dem Menü, dass ich die Tür aufmache. Wollte nicht mit dir handeln. Die Tür geht nicht auf. Mach doch mal jetzt. Ich glaube, hier hinter ist eine Nebenmission. Boah. Hallo, Frau. Ja, ist eine Nebenmission.
Wir kommen später nochmal wieder. Ja. Ich habe nur seinen Ausweis schon mal genommen. Der hat sich aber auch nicht mehr gesund angehört, der Typ. Nee, da war irgendwas. Der ist schon halb. Boah, ich habe ihm die Wade aufgeschlitzt. Und jetzt habe ich ihm ein Bein abgehauen. Kommen wir hier weiter? Aha, verarscht. Er hat sich da hochgeprügelt. Silver Bungalow. Da kommt er. Ah. Okay, wir sind gleich da. 1 Paddel für 1,40. Das sind gute Preise. Ja, ich sag's ja. Frage ist, müssen wir hier hin? Ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Guck mal auf die Karte, wir müssen da hoch. Wir müssen hier hoch irgendwie. Ja, wir müssen, ich glaube, wir müssen da weiter geradeaus gehen. Oder wir gehen die Straße hoch. Kann ich überhaupt hier mit Autos fahren? Ja, ich glaube aber. Nee. Die sind erstmal alle noch kaputt. Aber wir müssen hier lang. Oh. Hat gar keinen Schaden gemacht. Boah, der nix mehr. Ah! Ja, willst du dich auf die Schlägerei mit mir einlassen, Zombie? Ja genau, töte sie alle. Boah, Kiefer gebrochen. Ja, nicht zurückgucken, ich weiß nicht, ob ich überfahre. Ist gar keiner mehr im Moment. Die Sicht ist ein bisschen nervig. Fühle ich mich wie in England, wenn ich auf der rechten Seite sitze. Maybe I'll find something useful. Ich loote mal eben hier den ganzen Kladratsch und dann können wir von mir aus hochfahren. Vielleicht willst du hier auch eben aussteigen und einmal looten. Ich gebe mein Bestes. So. Dann kannst du uns da hochfahren, wenn du willst. Ich hab's in Bolivien gelernt. Ja, eben. Du hast es nicht gelernt. Da ist diese Insel für mich. Ich hab's da perfektioniert in Bolivien. Ja, genau. Ich wollte schon sagen. Also gelernt hast du es da nicht. Du hast es perfektioniert. Hallo, Frau. Ja, ich habe mich als Beifahrer hingesetzt. Warte auf dich. Oh, das sah aber gar nicht gut aus. Geht's ja nicht gut? Nee, irgendwie hat's gar nichts mehr. Oh, gar nichts mehr? Nee, alles weg. Das ist schlecht. Das Hackebeil hat zugeschlagen. Guten Tag. Hallo. Wo fahren wir denn heute hin? Ja, ich bin bereit. Geradeaus. Okay, geradeaus. Ich bin Ihr Tourguide heute. Ja. Auf der linken Seite sehen Sie vernünftige Spritpreise. Oh ja. Ah, nee, ich nehme alles zurück. Das sind wahrscheinlich Euro. Ja, aber. 3,20 € für einen Liter. Die wussten damals schon, wie teuer es heutzutage ist. Okay, jetzt kommt Auf der linken Seite sehen Sie Palmen. Auf der rechten Seite sehen Sie Palmen. Okay. Auf der rechten Seite sehe ich Sie. Ja. Wir haben gerade auch einen Kontrollpunkt, das heißt, wir sind gut unterwegs. Nochmal ein Kontrollpunkt. Boah, boah, boah. Ich habe schnell zur Seite geguckt, ich wollte nicht... hatte Angst. Es ist schwierig zu fahren mit der Sicht. Ist das schwer zu fahren. Und durch. Komm.
Das sind Freunde. Ja. Ja gut, dann steigen wir mal aus. Schönen guten Tag, der Herr. Klopfen an der Himmelstür. Erstmal looten. Und die, ja, ich glaube, wir sind hier falsch. Ah ne, wir sind hier richtig. Ja. Leben da. Oh, hier ist ein Händler. Ich kann nicht glauben, dass du lebst. When we left Sinemoy, you looked like... Können wir ihm Sachen verkaufen? Anyway, hab schon. You better go see the Giants. Ja, wir können auch alles verkaufen. Sure, oh, yeah. Sehr gut. Verkaufen. Können wir jetzt mal hier diesen ganzen Quatsch hier wegmachen? Das Paddel können wir verkaufen. Das Rohr auch. Ich brauche nicht drei Rohre. Erstmal so gut. Das Paddel kann auch weg. Surprise as hell to see you still alive and kicking. Follow me, I'll take you to James. Sure, I'll be glad to see you still alive. Where the hell did I put that? Folge Colin. James will probably want to talk to you first. Ja, ich muss erstmal in mein Inventar gucken. Ja. Can't hurt to look. He's in the back there. You should go talk to him. Ich folge ihm einfach mal, ja, weil er geht einfach. Ist das egal, ob ihm da einer folgt oder nicht? Was haben Sie denn? Fieber? Willst du nicht wissen, ne? Rede mit James oben im Leuchtturm. Okay. Hallo, lass mich mal durch. Wo müssen wir denn wohl... Willst du da hoch? Okay. Hallo, James Stein. So, ich rede mal mit James. Oder hast du das schon gemacht? Nee, ich rede mit ihm. I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Sinemoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Oh. Klopfen an der Himmelstür. Hilft den Leuten um den Leuchtturm. Sollen wir das einfach mal machen? Ja, ja, machen wir einfach. Das ist ja eine andere Quest, glaube ich. Now, if you want to get off this island with the rest of us, go talk to my people. See what you can do to help, okay? Okay, jetzt müssen wir mit den Leuten hier reden. Ja, dann müssen wir gleich mal eben gucken. Liegt eine Aufzeichnung. Ja, ich sehe es. Band Nummer 2. I'm approaching the location where I'm to meet my informant. I must say, everything seems. Wir nehmen von denen jetzt erstmal nichts an. Nee. Will erstmal im Hören. I'm a little concerned that my informant has been exposed. I hope he's all right. The door appears to be ajar. Mr. Anomo? Hello? Anyone here? Oh, Jesus. God, there's blood everywhere. I don't see a body though. Mr. Anomo? We need to talk. What the hell? Jesus Christ! Oh my God! Got a poor position. Whoever that was. A dicker Fight, ey. I think I just killed her. Er blockiert mich. Ich bashed her head in with a fucking lamp. She was out of her mind. She tried to bite me for Christ's sake. Spring auf den Tisch. She must have been 70 years old. Someone else is back there. I gotta. Ah, wie lange ist das denn jetzt hier? Bei mir ist nicht vorbei. Ja, bei mir auch. So, jetzt will ich mal einmal ganz kurz gucken bei den Quests. Wir hatten Zeit totschlagen. Hilf Mike und Dominic. War das das, was wir machen wollten? Wir hatten Aufwendung wollten wir machen. Ach ja, stimmt. Das ist, wo wir ins Lager vom Leuchtturm kommen müssen. Ja. Okay, dann gehen wir es an. Ich gehe mal wieder runter. Ja, ich bin auch schon unten. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, wo das Lager ist. Mal gucken. Where the hell did I put that? Aber wir müssen
würde sagen, wir müssen hier bleiben. Wir waren ja gerade auf dem Leuchtturm. Ja, eigentlich schon. Muss auch hier irgendwo sein. Ist wahrscheinlich hier hinten eine andere Tür. Müssen wir mit ihm hier reden? Nee, müssen wir nicht. Nee, nee. Das wäre eine neue Mission. Ja. Hier geht's ja wieder nur nach oben. Warte mal, komm mal eben hier hin. Ich kann ja nichts machen. Hier stand gerade, ich soll auf andere Spieler warten, aber da konnte ich jetzt nichts machen. Wahrscheinlich geht es um den Typen hier. Ja. Vielleicht kommen wir da erst. Ich gucke erst mal, ob wir vielleicht anders rumkommen. Naja. Ich kann nichts sagen, ob ich den Flugzeug gesehen habe, was runtergeflogen ist. Once this blows over, I'll be sitting pretty. Kannst du da jetzt lang? Dann kannst du mal gucken. Es sieht nicht so aus. Es geht dolle runter. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hin, aber. Ich komme hier noch nicht mal hoch. Doch jetzt. Ja, vielleicht müssen wir dann da. Oh! Aua! Besser. Oh, ah! Aua, ich bin tot. Mach ich besser. Ja, bist du tot? Ja. Kann ich nicht beleben. Nee, ich habe $208 verloren. Was ist das denn? Sterbegeld. Ja, ich verliere ja für den Fährmann oder was? Ja. Was ein Quatsch. Warum sterbe ich und du überlebst das? Das ist doch schon wieder Wahnsinn. Ja, aber ich könnte mir vielleicht, obwohl das wäre eigentlich Schwachsinn, wenn wir erst die Mission bei dem Typen da machen müssen, das uns durch die Tür lässt. Ja, ich glaube aber, das ist es jedenfalls. Aber wir sind auch bei 42 Minuten. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, oder? Ja, so machen wir das. Okay, dann Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao, ciao.